Servus Leute und damit ein herzliches Willkommen zu Grand Theft Auto Online. Ja, es geht endlich los. Heute ist der Release des Online-Multiplayers. Wie könnte es denn auch anders sein von GTA 5? Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den ersten Speicherplatz und wir können jetzt sozusagen uns einen Charakter designen. Oh, sieht doch nicht schön aus. Sollen wir den schon nehmen? Nee, ich glaube nicht. So, Vererbung können wir nehmen, okay. Vererbung. Ach so, wir können Mama und Papa wählen. Ach, ist das süß. Scheiße nochmal. Ey, das ist ja mal geil. Okay, ich muss jetzt erstmal ganz kurz durchgucken. So können wir zoomen. Okay. Ja, naja, sieht noch ein bisschen scheiße aus, der Kerl, ne? Und ich glaube, wenn wir hier was ändern, dann sehen unsere Eldies auch anders aus, ne? Ja. Okay, wie sieht meine Mutter denn aus? Die sehen alle ein bisschen vercrackt aus. Irgendwie wie so Nutten. Wie so Huren. Immer am Rumhuren. Großmutter 1, Großmutter 2. Ach so, das sind unsere Großmütterchen. Okay. Ja, die sieht... Ja, doch, die sieht nett aus. Ja, ja, ich denk schon. Ja. So, wie können wir denn zu unseren Faddy... Ach, zu unseren Opi wechseln? Wie geht denn das? Ach so, okay. Großeltern, hä? Details, okay. Warum ändert... Hä? Ich glaube, der soll sich gar nicht ändern. Hä, was ist denn hier los? Ach so. Okay. Jetzt verstehe ich es so langsam. Okay, sollen wir schwarz sein? Ey, wir könnten auch schwarz sein. Wie sieht denn das so aus? Boah, übel, ey, übel. Ja, okay. Sieht an, ja, sieht nett aus. Sehr sympathisch. Mutter des Vaters, Oma 6, Oma 7. Ach du Scheiße. Ey, das, bisschen krass, ne? Also, hier kann man ja echt seine Vererbung wählen. Scheiße nochmal. Der sieht lustig aus irgendwie. Ah, okay. Wir wollen ja schwarz sein, ne? Werden wir gerade halb weiß, halb schwarz? Ein Albino-Schwarzer? Ich weiß es nicht. Aber es sieht so aus. Ja. Ja, okay. Okay, dein Geschlecht. Deine Ähnlichkeit. Ah, ich habe eigentlich keinen Bock so auf die Ähnlichkeit. Och, du Scheiße. Inder. Hallo. Inder wollen Rose kaufen. Ne? Okay. Ach, irgendwie... Sehen die ein bisschen scheiße aus. Also, ich weiß nicht. Haben wir nicht hier irgendwas ganz Weißes? Einfach einen weißen Menschen? Irgendwie sieht das nicht weiß aus. Was ist das? Ah, hier. Der ist... Ah, hier. Okay, dann müssten sich bei den... Gehen wir mal ganz leicht zurück. Ganz leicht, komplett. Ähnlichkeit der Mutter geht eher zum Vater. Okay, Mutter des Vaters. Ey, der sieht cool aus. Der sieht cool aus irgendwie. Ja, ja doch, der sieht nett aus. Oh, da kommt das Weiße zum Vorschein. Hey, jetzt sehe ich aus wie ein Vampir. Ach du Scheiße. Ha, ich möchte so einen Schokobär haben. Ja, so ungefähr. So, wir gucken mal, welche Auswirkungen... Ja, das passt. Endlich. Endlich. Deine Ähnlichkeit. Eher männlich oder eher weiblich? ja, komm. Männlich. Uiuiui. Fertig sind wir hier. Okay. Lifestyle. Okay, schlafen. Wie viele Stunden schlafe ich? Wie kann ich das denn ändern? Du kannst maximal 4 Stunden am Tag mit Freunden und Familie verbringen. Ach so. Ach so, schlafen kann ich gar nicht ändern. So wie es scheint. Nee, scheint wirklich nicht so. Okay, mit Freunden und Familie 4 Stunden. Ah, mein Lifestyle mit Freunden und Familie 3 Stunden. Ne? Machen wir 3 Stunden draus, okay. Sport treiben und trainieren. 1 Stunde. Legale Arbeit verrichten. Hey. Ach, guckt euch das an. Er hat gerade... Ach, Laber. Okay, umso mehr legale Arbeit ich verrichte, desto feiner bin ich angezogen. Okay. Wir arbeiten am Tag... Ey, der sieht super aus. Der sieht gut aus. Ey, schick. Auf dem Sofa rumlegen. Legern. Lungern. Rumlungern. Wir sind Lungerer, Alter. Okay. Rumlungern tut man ja nicht in GTA. Von daher ist das auch, glaube ich, nicht so wichtig. Party 3,5. Machen wir auf 0. Was passiert da? Ah, ich wette, der sieht dann nur ein bisschen gesünder aus. Okay. Illegale Arbeit verrichten. Was machen wir, wenn wir ganz runter sind? Okay, er sieht immer noch gleich aus. Ja, ist okay, ne? Ich glaube, das ist eigentlich soweit ganz okay. Schlafen können wir ja wirklich nichts ändern, so wie es scheint. Okay.
Erscheinung. Okay, Alter, wie alt sind wir denn? Ich bin 20 Jahre alt derzeitig. Ach, man darf. Ach so, die sind schlau. Die haben nicht 18 genommen für Deutschland, sondern 21, denn in Amerika ist der Mann ja erst ab 21 erwachsen. Hey, cool. Okay, Gelfrisur. Nee, sieht doch scheiße aus. Gelfrisuren sind doch mies. Nee, ich bin doch kein Hipster, verdammt. Was soll denn das? Ey, das sieht gut aus. Zerzaust, Dreadlocks, oh, so eine Kurzhaarfrisur ist auch nicht schlecht. Nice, nicht schlecht. Wie viele gibt es denn hier? Bikerfrisur? Nee, sowas mag ich auch in der Regel eigentlich gar nicht. Die sind nice. Flechtereien. Okay, Gelfrisur, okay. Gehen wir mal kurz zurück. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, die Frisur oder die? Warte mal, die Brille setzen wir auch erstmal ab, weil dann kann man den ein bisschen besser deuten. Ja, okay. Ach du Scheiße, was sind das für Augen? Verdammt nochmal. Okay. Ja doch, das sieht besser aus, oder? Das sieht doch schon besser aus. Wie alt kann man denn überhaupt werden? Ich guck mal. Bestimmt so, na, okay, da war es sogar schon das Limit. 40. 40 ist das Älteste, aber wir wollen ja lange Zeit leben, ne? Ja. Haarfarbe ist, müsste eigentlich blond sein. Ja, ich bin blond. Bart glatt rasiert, Balbo. Hey. Ja, das passt sogar auch zu mir. So sieht mein Bart ungefähr aus, derzeitig. Hut. Nee, wofür brauchen wir einen Hut? Braucht man nicht, okay? Sehr schön. Brauchen wir eine Brille noch? Ich guck mal. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber... Ah, nee, komm. So, speichern und weiter. Wie nennen wir uns denn? Wie nennen wir uns? Rüdiger Hoffmann. Ja? Ingo Appelt? Ja? Komm, einfach mein Namen. Ihr wisst ja, wie ich heiße. Von daher, das ist ja kein großes Geheimnis. Basti. Müsste klappen. Okay, speichern und weiter. Fertig? Sind Sie wirklich fertig? Ja, ich bin fertig. Sehr schön. Okay, dann müsste es auch gleich losgehen. Es kann sein, dass wenn ich jetzt demnächst mal wieder eine Folge von GTA Online zeigen werde, dann kann es gut sein, dass mein Charakter komplett anders aussieht, denn derzeitig ist diese Speichercloud, in der die ganzen Daten gespeichert werden, offline. Das heißt, ich spiele jetzt gerade sozusagen ohne zu speichern. Ist ein bisschen blöd, dass man das nicht hingekriegt hat am Release-Tag. Okay, seit 2 Stunden ungefähr ist jetzt auch erst GTA Online draußen, deswegen, und ich denke mal, da wird sich noch einiges ändern, jetzt morgen gerade erst. Und es dauert ein bisschen. Es dauert. Warum dauert das so lange? Oh Gott. Wir könnten ja auch sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Das war sozusagen die Charaktervorstellung. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und ja, da seht ihr es ja sogar schon. Es konnte keine GTA Online-Sitzung gehostet werden. Bitte kehre zu Grand Theft Auto 5 zurück und versuche es später nochmal. Okay, dann war das jetzt erstmal sozusagen unsere Charaktertypisierung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.